Ich wünsche einen fabelhaften Tag und hoffe, ihr habt euch nicht verletzt und müsst ins Krankenhaus. Denn in dieses Krankenhaus wollt ihr sicher nicht. Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Little Nightmares 2. Ganz genau. Beim letzten Mal, wie ihr sicherlich wisst, falls ihr die Folge gesehen habt, wenn nicht, ich empfehle sie euch, oben links i, oben rechts, da oben i. Circa bei 6 Minuten immer kommt das einmal, da seht ihr immer die letzte Folge, bei 12 Minuten oder 10, so rum, dann immer nochmal die Playlist verlinkt, ganz genau. Auf jeden Fall, da sind wir aus diesem wunderbaren Internat ausgebrochen. Mit der creepiesten Verfolgungsjagd der Welt, ihr glaubt es nicht. Und sind in einem Horrorkrankenhaus gelandet. Ja, achso, und wir haben herausgefunden, dass Hansi eigentlich Six ist. Schaut euch die letzte Folge an, war echt storytechnisch. Gerade bewegt. Nee. Das sind nur. Das sind nur Puppenteile. Wirf uns mal da hoch. Scheibe kaputt. Wieso speichert das hier? Ja, kann ich. Gar kann ich. Will ich da hoch? Weil. Pretty seltsam. Wie geht's hier weiter? Das ist ein perfekter Folgenstart. Ich kann hier hoch. What? Nee. Hör doch auf mit sowas! Warum tut ihr das? Die. Also hochkommen ist hier nicht. Ach so, aber da durch. Hey, wie hätte ich da jetzt vorbeikommen sollen? Erstens das und zweitens. Wir shaken zusammen, Leute. Los, alle mitshaken. Hör doch auf, die Lampe anzumachen. Wir müssen vielleicht. Hello. Locken. Das ist nicht. Kann er doch hochklettern. Die Hand ist doch nicht blöd. Nein, nicht Lüftungsschacht. Lauf doch, Mann. Ey. Was soll ich tun?
Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Nee, ihr könnt sowas nicht mit mir machen. Das hat jetzt nichts mit schreckhaft oder so zu tun, aber das brennt sich halt in mein Gehirn ein. Keine Ahnung, ob ihr dieses selbe Gefühl habt, aber das ist halt das unangenehmste Gefühl. Nee. Ganz einfach. Hi. Mann, die Folge wird wahrscheinlich nur daraus bestehen, dass ich zu euch talke und die ganze Zeit Pause drücke. Es tut mir auch leid, aber nee. Nicht euer Ernst. Da hat einer das Game durchgespielt. Die können ausweichen. Die sind schlau. Der nächste kommt wieder von rechts. Es sind aber zwei. Nein? Nur nochmal, um sicher zu gehen. Und bleibt tot. Errungenschaft freigeschalten. Okay. Ich glaube, das Gift mit... LOL! Es gibt ein Achievement, wenn ihr mehrmals auf die Hand draufhaut, nachdem sie tot in Anführungszeichen ist. Die lebt doch sehr. Wetten, die kommt jetzt. Boah, ey, ich will nicht wissen, was mich noch hier erwartet. Wenn es mit sowas anfängt. No joke. Hast du so Psycho? Wobei ich sagen muss, Psycho ist besser als 10 Tonnen Blut, weil ich kann Blut nicht wirklich sehen. Eigentlich. Hast du dich um die Hand gekümmert? Dix? Würde ich sagen... Ah, nee. Doch! Also halt, naja. Würde ich sagen, finde ich gut. Dankeschön. Hör mit. Das ist echt ein gestörtes Kind. Wir könnten allerbeste Freunde werden. Ach ja, lol. Wir sind ja schon wieder hier. Eins. Von zwei. Ich dachte, vielleicht erwartet uns noch mehr oder so, aber... Ah. aber nun gut, dann sind wir die Hände oder die eine Hand. Das war ja nur eine im Endeffekt auch los. Nein. Was kann ich hierzu sagen? Diese Passage war bisher für mich die erschreckendste und traumatischste. Wenn ich das mal so krass ausdrücken. Wieso geht immer meine Lampe an? Hier brauchen wir auch einen. Warum? Ach ja, der gute alte Elektrostuhl. Klar, den habe ich auch bei mir zu Hause. Ihr nicht? Mega cringe. Wieso kann... Eigentlich... Boah, moin. Nein. Nein.
Nein, vergesst es. Ah. Nee. Das gibt mir voll die FNAF Security Breach Vibes mit den Endoskeletten, ihr wisst Bescheid. Die verfolgen euch ja auch, wenn ihr sie nicht anschaut, glaubt. Was schätzt ihr, wie oft schneide ich in der heutigen Folge? Gebt mal so einen Tipp in die Kommentare ab. Da habe ich ihm überhaupt das Licht ausgemacht, kurz. Er lebt doch safe auf. Hä? Ich kann. Wie leuchte ich denn nach hinten? Ich kann nicht nach hinten leuchten. Seht ihr das? Muss da durch. Nein, ey, komm. Hört ihr diese leise, diabolische Musik im Hintergrund? Das nicht. Sorry, aber ich krieg das nicht hin. Ach, du lebst jetzt nicht. Leuchte ihn an. Nein. Ich muss mich mal drauf einstellen, dass dieses Spiel jetzt auch Jumpscares in Anführungsstrichen hat. Weil ich bin da halt gerade gar nicht drin. Mich erschreckt gerade alles, was sich bewegt. Nein! Die sind zu zweit, ich kann die doch nicht beide anleuchten. Hä? Die kommen von links und von rechts. Hm, wo kriege ich denn meine zweite Taschenlampe her? Yo, wir spawnen hier hinten. Dann wissen wir jetzt hier. Ich leuchte ihm in die Augen. Nee, ich krieg dich jetzt. Ich habe keine Lust, diesen Aspekt zu spielen. Liebe Mitarbeiter von Tazir Studio, if you can see this Let's Play right now, this is so scary. I can't play this. It's a nice game. That's not the problem. It's just why does he is alive? Wie soll ich hier weiterkommen? Ich kann mich ja nicht mal wegbewegen. Nein, bitte. Ich will echt nicht hier an dem Punkt aufhören im Let's Play und dieses komplette Meisterwerk rausschneiden. Okay. Ich weiß nicht, wie ich da durchkommen soll. Ich weiß es nicht. Ich brauche auch nicht im Internet gucken, so das Internet wird sagen, ja, lauf da durch und leuchte die an. Ich probiere es jetzt noch einmal. Das ist bisher, also... Das macht was mit einem. Ich weiß nicht, was. Aber irgendwas ist da in meinem Kopf kaputt, dass ich...
Irgendwas ganz, ganz weird gerade. Kriegt das gerade gar nicht hin. Okay. Ich will hier einen Safe Point. Hey, irgendeiner von denen lebt. Ja! Spawn ich wieder da vorne, dann ist vorbei. Ja, okay. An der Stelle. Ja, was? Was soll ich jetzt sagen? Ich werde jemanden finden, der das Off-Camp für mich spielt. Und würde dann an der Stelle sagen, irgendeiner von denen wird doch safe auch noch lebendig. Gut. Außer ich schaff's jetzt. Ey, das ist, ich muss das Fenster aufmachen. Ich krieg kaum, also. Es tut mir leid, dass ich eure Zeit damit verschwende, die ganze Zeit auf den Pause-Button zu drücken. Aber ich kann das nicht. Also wirklich, ich kann das nicht in einem zu. Ich muss was trinken. Ich kann das nicht. Es tut mir leid. Lauf da hinten doch nicht. Ich bin. Ey, irgendeiner von denen wird doch auch wieder leben. Ich hab gehört. Hier! Diesmal. Okay, diesmal ist er nach rechts gesprungen. Ist okay. Weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber ich hab's gespürt im Controller. Die Musik und alles drumherum. Gibt mir einfach so noch nie in meinem Leben so unangenehme Vibes gehabt. Komm doch jetzt gleich hier links und rechts überall raus und ich erschrecke mich. Wie obvious wollt ihr eure Spiele noch machen? Wenn ich jetzt wieder da hinten spawn. Okay. Wäre ich jetzt nämlich wieder hinten gespawnt, ganz am Anfang, hätte ich das nicht mehr gemacht. Dann hätte ich das jemanden für mich machen lassen und fertig. Aber das war irgendwie obvious, dass das passiert, oder Leute? Nur auf die unteren achten. Da kommt einer raus, hier rechts. Oh, please nicht. Die kommen von allen Seiten! Was willst du da tun? Was willst du da tun? Ja, genau, Mann. Es frustriert, weil es. Nicht. Also, ich sag's euch, wenn das irgendwas anderes wäre, irgendeine andere Passage, wo man weiß ich nicht, was machen müsste, wo es nicht dunkel und düster wäre, es wäre gar kein Thema. Aber das ist so verdammt creepy. Ey. Ich zitter extrem. Das ist so. Ich finde es halt einfach. Ganz ehrlich, es ist. Von links kommt einer. Von rechts und von hinter. Also halt bedingt von dort. Also von vorne. Also hinter mir, wie auch immer ihr das wollt. Und ich soll da komplett meine Ruhe bewahren. Ist ja kein Problem. Kein Problem, hä? Das ist halt, das wird jetzt echt so eine Cancer-Stelle. So, wo kommen die Hände zuerst raus? An beiden Stellen. Nee. Ich schneide euch das mal ein bisschen. Nee, ich schneide euch das nicht. Da muss die Folge länger sein. Das kriege ich echt nicht hin.
Mann, ey, gar kein Bock. Hey, vor allen Dingen, es gibt 4 oder 5 Kapitel. Wir sind im dritten jetzt. Was kommt da noch auf uns zu, dass ich danach so wirklich tot bin? Und warum? Warum kann ich diese blöde Lampe nicht richtig steuern? Wir haben es kapiert, es ist nicht mehr creepy, es tut mir leid. Nicht so schnell, es geht nach rechts, düsen und rennen. Rennen, ihn anleuchten, 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 nach links. Und jetzt kommt was von hinter mir, wetten. Hör doch auf. Ihr kommt hier nicht hoch. Sehr schön. Halt dich fest, Mann. Ach, die Seife. Wie dumm bist du eigentlich? Mono aus der Ecke, ja. Ja, hier ist überall Licht, ja. Der bewegt sich doch safe. Kann den nicht verschieben. Der Typ muss da runter. Ihr dürft wieder einen Tipp abgeben, wie häufig wir sterben werden. Wenn nicht dieser ganze Sch leuchtet. Ich leuchte dich an, sag mal. Mein Bestester. Bist im Lichtschein gefangen und kannst dich nicht bewegen. Können wir trotzdem ganz kurze Pause einfach, ich muss wieder was trinken. Wetten, das Licht geht in dem Moment dann wieder aus, wenn ich da oben bin. Ich möchte einen Preis ausschreiben haben. That was weird. Liebes Bandai Namco-Team. Beziehungsweise. Nein, mein Freund. Das waren jetzt 5 Stück, die sich auf mich zubewegt haben. Ey, so macht es halt auch wirklich einfach keinen Spaß. Ganz ehrlich, also das Spiel an sich. Ich habe nichts gegen das Spiel. Das Spiel ist super, das ist so. Aber dieser Bereich mit diesen bewegenden Puppen ist halt einfach tot. Das ist psychisch so anspruchsvoll. Ich bin noch nicht so weit. Mach's jetzt noch schlauer. Ich laufe jetzt einfach hier vorne lang. Nee.
Sag mal, nee, mein Freund. Ich sehe nicht, was ich alles... Ja. Ja. Ja, genau. Ey. Ich hoffe, man kriegt im Internet irgendwelche gemoddeten Spielstände, wo man das überspringen kann. Ich mach das nicht. Ey, also doch, ich muss es jetzt machen. Ich werde es jetzt probieren bis zum Ende der Folge. Noch 4 Minuten circa. Dann lasse ich's. Dann lasse ich das und guck nach einem Spielstand im Internet und skipp den ganzen Quatsch. Das ist so ein Schmutz. Und ich dachte, Mario Maker Level auf sehr schwer sind. Trash. Das ist halt vom Game Design her wirklich traurig. Also, liebes Tazier Studio. Nicht zu vergessen, der bewegt sich, genau. Nachdem er sich bewegt hat, bewegen die sich. Als ob das funktioniert. Nein, tut es nicht. Okay. Liebes Tazier Studio, bis zu dem Punkt war euer Spiel wirklich creepy. Es hat Spaß gemacht. Es war verstörend. Das war aber ganz akzeptabel. Ja, es ist ein gutes Spiel bis zu dem Punkt hin. Und sowas ist dann halt wieder... Mann, lasst doch... Ihr hättet diesen kompletten Part mit den Puppen streichen können. Und ihr hättet von mir wieder eine Wertung von 90% bis jetzt bekommen. Ja, wobei es gibt ein paar Bugs, wo er zur Seite springt und so. 85%. Das hier zieht die Rate wieder auf 70 runter. So wie das DLC beim ersten Spiel. Mach doch nicht so einen Quatsch. Mach doch ganz normal. Lasst doch... Hört auf, Gegner-Gespamme zu machen. Er lebt immer... Erlebt. Ja, und er auch. Ja. Noch 3 Minuten. Ich muss diesen Schmutz nicht mehr machen. Dann begebe ich mich an den Schnitt. Ja, ich werde im Schnitt wahrscheinlich genauso scared sein wie hier. Er bewegt sich doch auch. Ja, er bewegt sich. Es ist nicht machbar. Ist nicht machbar. Es ist nicht machbar. Kann ich rückwärts rennen? Ich kann rückwärts rennen. Ist so ein Dreckspiel. Beim nächsten Mal vielleicht früher sagen. Mach doch die blöde Lampe an! Du bist doch so ein Vollidiot! Er macht die Lampe aus. Ich habe den B-Knopf nicht berührt. Ich habe... Wie auch? Ich drücke XX ist auf der anderen Seite. Und was macht er? Er macht diese Dreckslampe aus. So. Ja, dann sind wir jetzt halt am Ende der Folge. Und... gibt im Internet ein... Tazier Studio... Little Nightmares 2, komplett krankes, gestörtes Krankenhaus für Vollidioten. Guckt euch das Video an. Ich mach den Quatsch nicht mehr. Ich gucke, ob ich irgendwie einen Spielstand finde. Bis dann. Ciao, Leute.